Ein Aspekt, um am Schlagzeug kreativer zu spielen, kann sein, dass man das, was ich jetzt in diesem Workshop sage, an Schlagzeugspiel anwendet. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Workshop Integration von gehörten Dingen im Schlagzeugspiel. Bevor ich jedoch mit diesem Workshop beginne, möchte ich die Leute da draußen bitten, meinen Kanal doch bitte zu abonnieren. Also bitte abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video in der Zukunft mehr verpasst. Okay, jetzt geht's zum eigentlichen Workshop. Nun, worum geht's in dem Workshop? Es geht darum, dass man Sachen ins Schlagzeugspiel integriert, die man hört, die man sich gemerkt hat und dass man halt eben diese Sachen ins Schlagzeugspiel integriert. Ich habe das auch schon sehr oft getan. Ich habe irgendwas gehört und habe es für geil empfunden und habe es in meinem Schlagzeugspiel integriert und dadurch ist mein Schlagzeugspiel kreativer geworden. Ich habe viel mehr Ideen, ich habe viel mehr Ansätze und es klingt einfach genial, wenn man so etwas macht. Aber wie funktioniert das nun? Man hört irgendwelche Geräusche und plötzlich denkt man sich, boah, das klingt ja sehr interessant. Dann merkt man sich das und überträgt es in sein Schlagzeugspiel und integriert es dann ins Schlagzeugspiel ein. Oder man hört irgendwas in der Musik, was man hochinteressant findet und tut dann dasselbe, und zwar genau dasselbe. Man hört irgendwas, findet es für geil, versucht es am Schlagzeug zu übertragen und integriert es dann ins Schlagzeugspiel ein. Dasselbe kann man natürlich auch, wenn man irgendein anderes Instrument spielt, auch machen. Und das führt dazu tatsächlich, dass man mehr kreativer wird, dass das Spiel ideenreicher, einfallsreicher wird. Und dass das teilweise sogar richtig genial und geil klingen kann. Und wie ich schon gesagt hatte, ich habe das auch schon oft gemacht und es hat tatsächlich viel geholfen. Und ja, ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen einfacher zu machen. Wenn du irgendwas hörst und du findest irgendwas interessant, merkst dir, übertrage es auf dein Instrument und versuche das in dein Spiel zu integrieren. Ja, es klingt zwar nicht einfach, aber wenn man das mal gemacht hat, wenn man sich irgendwas gemerkt hat und das dann auf Schlagzeug oder auf alle anderen Instrumente überträgt und das dann in das Vokabular von seinem Schlagzeugspiel oder Instrumentspiel überträgt und integriert, dann wird es tatsächlich mehr und mehr kreativer, einfallsreicher, ideenreicher und ja, alles klar, bis dann, ciao.